So, hier machen wir hier noch Fackel. Gerade wieder schön am Schlösslerbauer. Könnte ich denn da Fackeln hinsetzen? Ich habe hier viel zu viele Fackeln eigentlich, aber egal. Da, 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 da. Dann mache ich das da auf der Seite genauso, oder? Wie habe ich es? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Nee, einfach dahin. Bam, bam. Hui. So, ein bisschen Licht machen ist immer gut. Oh ja. So. Was ist dein Lieblingsessen? Ganz spontan. Pizza. Pizza. Jawohl, meins auch. Das ist, geil. Das ist einfach unschlagbar. Man könnte eigentlich immer Pizza essen. Ja, das stimmt. Ich war mal, wann war denn das? Ich war mal in Ungarn im Urlaub. Das war schon, ach, keine Ahnung, zwei, drei. Nee, das ist schon mehrere Jahre her. Ich spinne schon wieder. Aber für mich fühlt es sich so an, als wäre es gestern gewesen, als ich noch jung und dynamisch war. Da war ich mal im Ungarn-Urlaub und da gab es eben auch so viele Restaurants, wo man eben gegessen hat. Und da gab es wirklich eine Menge Auswahl. Du konntest jetzt Fisch oder richtiges Restaurant oder so Pizzeria oder was weiß der Geier. Da gab es ja massenlos Auswahl. Und ja. Bei mir gab es halt auch immer nur Pizza, Pizza, Pizza. Geil. Was essen wir denn heute? Och, gehen wir wieder Pizza dir zu. Gehen wir doch Pizza essen. Hatten wir so lange nicht mehr. Oh ja. Oh Gott, oh Gott. Ne, bei mir ist es auch Pizza und Spaghetti, das Typische, ich glaube. Ich denke mal, das hat so ziemlich fast jeder hier als Lieblingsessen irgendwie. Beziehungsweise, es können ja mal die Leute sich melden hier, die Pizza überhaupt nicht mögen. Ich bin gespannt, ob sich jemand meldet. Stimmt. Am Ende trauen sie sich jetzt nicht, sich zu melden, weil ich jetzt gesagt habe hier, ich bin gespannt, ob sich da überhaupt jemand meldet. Am Ende denken sie dann, ich lache sie aus. Ganz bestimmt. Traut euch, Leute, ich lache niemanden aus. Was macht denn schon wieder der Creeper da auf meinem Schlossdach? Der soll sich bloß verpissen. Und du, hast du das vorhin, nee, das hatten wir so besprochen, ne, dass du ein Aldi-Headset verwendest? Ja. Das hatten wir noch nicht in der Aufnahme gesagt. So, jetzt startet übrigens die Aufnahme. Wir haben die ganze Zeit noch nicht aufgenommen. So, jetzt geht's richtig. Echt jetzt? Quatsch. Welche Sachen, ey? Probelauf. Ja, natürlich. Boah. Echt jetzt? Echt jetzt? So, jetzt brennt das Skelett wieder. Brenne! Ist blöd, dass man ein Schwert wirklich nicht mehrmals verzaubern kann. Dann könnte man die übelste Liste an Zaubern draufknallen. Oh ja. Gibt es eigentlich ein Schwert mit Blitzschaden oder sowas, wo dann die Blitze sich drumherum schnörkeln und wenn man mit dem Schwert auf den Gegner zeigt, dass dann ein Donner von oben runterkommt, so à la Zeus-mäßig, das wäre. Oder ein Dreizack. Ein Dreizack. Ey, mein Weg ist kaputt. Ach man, schon wieder dumme Creep. Was ist das, dein Weg kaputt? Ja, das kommt bestimmt von den ganzen Endermans, die du erzeugt hast. Du bist schuld. Jetzt bin ich wieder, ja? Ja, ja. Immer ich. Brenne, Zombie, brenne. So, Stufe 20 im Creative-Modus. Das ist natürlich eine hervorragende Leistung hier. Kannst du vielleicht mal bitte Tag machen? Willst du Tag haben? Ich will Tag haben. Du willst Tag haben. Bitteschön. Jawohl. Ach nee, Moment, ich mach wieder Nacht. Du hast, nee, das geht so nicht. So. Ja, du hast deinen Wunsch falsch formuliert. Wenn du an Gott Wünsche hast, musst du beten und nicht, ich will mal hier. So, das war's. Ich habe aber keinen Dekodierer dabei. Also bitte. Oh, hoppala. kannst du vielleicht mal kurz runterkommen? Hier ist ein Creeper explodiert. Oh. So, Moment. Gerade vor Commander Kriegers, hier Bums. Oh. Schießstand. Tag, Nacht, Tag, Nacht. Gibt's nicht so einen Wechselmodus? Ach du Heimatland, was hast denn du hier gemacht? Wie sieht denn das aus? Ja. Du Griefer, du. Gibt's ja nicht hier. Wird mir der Commander Krieger ganz schön böse sein. Ey. Ja, das, was denkst du, was ich jetzt mache? Ich schreibe hier PN an Commander Krieger. Der Commander, der X-Keybleeder XX, der hat hier deinen alles Schießstand demoliert. Kaputt gemacht. Hau mal gleich ein Ankündigungsvideo zu deinen 125.000 Abonnenten raus und sag mal hier, was Phase ist. Also das mache ich jetzt. Also ja, das habe ich drauf, klar. Na dann. So, Commander Krieger. 125.000 Abonnenten werden jetzt dem Keybleeder auf den Hals gehetzt.
So, jetzt sieht wieder alles. Hallo. Nicht auf den Weg kacken, du kackst schon. Ah, da fehlt noch ein Schild, Moment. Hallo. Hallo. Du hast lange nicht mehr gerotzt, wird es nicht mal wieder Zeit irgendwie? Irgendwie, ich habe mir Nasenspray reingepfeffert. Du hast dir Nasenspray reingepfeffert, oder was? Ja. Ach so. Ich wusste gerade nicht, wie es deuten soll. Ich habe es gerade nicht ganz verstanden. Denn? Hast du Nasenspray reingepfeffert oder dir Pfefferspray reingenast? Das kann natürlich auch sein. Ah, hier schön mit Teppich, Flocati natürlich wieder. Ich habe eine coole Musik. Das klingt wie hier so auf einem Abiball oder sowas. Nee, warte, ich hab genau, du könntest eigentlich auch so eine Hochschule bauen und dann hier einen Abiball starten mit vielen NPCs. Das hatte ich. Sehr ruhige Musik. Da kann man so Headbang zu machen, so yeah. Yeah. Was ist das hier? Ein Bild von der Freiheitsstatue. Zumindest in meinem Texture-Pack. Ein Bild von der Freiheitsstatue. Mal gucken, ob's geht. Und hier haben wir ein Bild von einem Schneemann. Okay. Oh, scheiße. Falscher Knopf. Kannst du mal einen Knopf reinmachen? Ja, ich mach's, Moment. Du musst mit rechter Maustaste, nicht links. Ja, das ist bei mir nur ein bisschen. So. Geil. Ja, das funktioniert nicht, das dachte ich mir schon. Das kann nicht funktionieren. Wieso nicht? Weil, wenn, dann muss der Schalter an dem Block sein, wo die Gleise dran liegt. Also wenn, dann müsstest du hier noch einen Block hinmachen. Oder hinter dem, aber es geht auch nicht. Mach nochmal einen Block dran. Ist ein Kack hier. So, da könnte es gehen, aber dann, wenn du dran stehst, wird es natürlich zu eng wieder. Oder stell dich mal drauf, vielleicht geht das ja. Das, ja, vielleicht geht's ja so. Nee. So, mach mal einen Knopf dran. Ich weiß nicht. Ich mach mal da einen Knopf dran, so. Wo? Bisschen umständlich hier vorne. Ey, wo hast denn den? Hier unten, hier. Bei deinen Füßen. Da kommst du gar nicht dran. Da oben klappt's bestimmt auch nicht, oder? Nee. Moment, ich mach mal auf deine Seite. Da geht er nicht. Doch, jetzt. Ha. Nee, das funktioniert nicht. Doch klar funktioniert das. Wenn ich das will, dann funktioniert das. Das ist so... Nee, das funktioniert so nicht. Mach's doch anders. Mach hier unten den Booster hin. Hier unten. Direkt. Moment. Und, nee, so ein, nee, Moment. So meinte ich das nicht. So meinte ich nicht. So meinte ich das nicht. Moment, ich zeig dir mal. So hätte ich's gemacht und dann, okay, das ist Fenster, aber wieder verdeckt. So geht's auf jeden Fall. Wenn du jetzt boosterst hier, das leuchtet rot, siehst, das funktioniert. Juhu, es geht los. Aber das ist auch blöd hier, das ist Fenster verdeckt, das ist auch kacker. Das ist kacker. Moment ist mal, vielleicht Junge. Kann man es ja, vielleicht kann man es ja hier so machen. Aber dann geht da die Kurve nicht, vielleicht so? Wieso tut er hier keine Kurve nehmen? Kann man die Booster Rails nicht verbinden? Moment mal, ich habe eine andere Idee. Normale Schienen. Musik in der Grund, gell? So, könnte es gehen und dann macht man den Schalter einfach hier in die Holzwand. Könnte funktionieren. Ja, toll. Ach so, ah, alles klar. Nee, das ist ja auch logisch hier. Das kann ja auch nicht funktionieren. Da muss man ja noch... Ah, verstehe. Da muss man noch hier drunter eine Redstone-Fackel setzen. So, jetzt ist das Ding wieder geboostert und jetzt kann man fahren. Es ist geboostert, Junge. Es ist geboostert. Jetzt so, auf geht's. Auf, wuhu, tschüss. Ja, so funktioniert's doch. Geil, und jetzt noch schön Lüftchen. Lüftchen? Jo. Also, mach mal hier Fackel. Du hast doch auch Creative. Ich bin gerade zu faul, die Fackel auszusuchen. Da. Na, nee. Na, ich dachte, du willst drei Booster. Mach doch drei Booster. Ja, doch, okay. Siehst, jetzt sind sie alle. Ja, gut. Warte. Können sie auch parallel machen, dann sieht es vielleicht symmetrisch aus, ich weiß nicht. Oder einer. Kann man es eigentlich auch hier drauf kacken? Nee, schade. Nee.
Das ist eben blöd. Das ist eben blöd. Das ist eben. Du kannst doch auch hier in den Untergrund reingehen und im Untergrund so eine Bahn bauen. So eine Art Geisterbahn. Im Untergrund, weil du hast dir sowieso vorhin das Loch zu einer Höhle zugemacht, dass es da ein bisschen hier durch die Höhle geht und dann kommt man hier wieder raus irgendwo. Ah, nee, ich mach hier einfach... Nee, das Gebiet hier, das Ganze hier, das wird eine Achterbahn, oder? Was machst du? Bau halt erstmal hin, wenn es nachher scheiße aussieht, kann ich es immer noch abreißen. Also. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, so sind sie. Ja, ja. Ja, oder du machst die Bahn, du musst da keine Achterbahn machen. Du kannst die Bahn doch auch einfach am Boden hier langlaufen lassen und so eine Art Gartenbahn machen und dann hier so verschiedene... Oder so eine Rundbahn. Verschiedene, genau, und hier so verschiedene Pflanzen und Bäume in den Garten rein und vielleicht noch so Gartenzwerge, das ist so eine Art... ja, schöne Rundkursbahn, ist so eine kleine Kinderbahn mit so einem kleinen Elefanten als Lokomotive. Das wäre doch auch nice. Ach, du bist ein Schatz. Moment, ich mach das jetzt mal. Ah, nicht nur geradeaus. Du hättest da nee, hier... Klar, ich mache es ja ganz geradeaus bis hinter zum Weltende. Ich denke mal, dass ich hier so eine normale Bauarbeiten. So eine normale Bahn hier besser integriert wie so eine Achterbahn. Wenn man hier so themenbasiert schon baut, dann muss das ja auch alles Hand und Fuß haben. Das klappen hier. Das muss vom Bauingenieur erst abgenommen werden. Und wenn da was nicht passt und nur ein Stein nicht auf dem anderen sitzt, dann wird eben alles rigoros abgerissen. So einfach läuft das heutzutage. Baukosten werden nicht erstattet. Weder Internetkosten noch irgendwelche Stromrechnungen, die du bezahlen musst, dadurch, dass dein High-End 20.000 Volt PC jetzt nebenbei am Laufen ist. Kann ich denn jetzt das hochstapeln? Ja, doch gar nicht. Du glaubst, ich drohe, was? Du glaubst mir nicht. Du glaubst mir nicht. Mit was denn? Dass ich dir alles in Rechnung stelle. Ach na ja. Ach na ja. So, wie lange sind wir eigentlich bei der Aufnahme schon? Muss ich mal gucken. Nicht, dass wir die Zeit... 3,5 Stunden. Nicht, dass wir die Zeit viel zu lang überschreiten. Okay, wir sind jetzt genau wieder bei 55. Irgendwie habe ich die Angewohnheit, immer bei 55 Minuten auf die Uhr zu gucken. Vorhin schon, wo wir so gequatscht haben. 55 okay. Minuten, jetzt wieder. Hat gerade geblitzt draußen? Nee, das war ich nicht. Das war ich nicht! Das war ich nicht! Ich bin sie nicht, ja, ja, ja. Okay. Hi, Tatauz. Okay. Hi, Tatauz und hi, Dadus. Mach ich hier noch was hin? Ja, ich mache hier noch was hin. Noch eine Ebene, denke ich mal, oder? Ich weiß es nicht. Ach, das gerade beim Schlossbau ist es auch immer so eine Sache. Ständig abreißen, neu bauen, weil alles scheiße aussieht. Irgendwie sieht es immer alles scheiße aus. Ist alles scheiße. Das ist alles scheiße nur. Ich will nie mehr. Jetzt stelle ich die Showplay-Welt zum Download. Und verlasse das Let's Play und damit verlasse ich mich hier von Minecraft. Nein! Oh, Handy, wie unprofessionell ist das? Geh mal aus hier. Das gibt's ja nicht. Wieso ist das? Also. Wer ruft denn hier ständig an? Das gibt's doch nicht. Vor allem auf meiner alten Nummer. Woher haben die Leute nur immer wieder meine Handynummer? Ich frage mich, woher haben die Leute meine Handynummer? Hast du doch bestimmt gegeben. Ja. Oh Mann. So. Ziegel. Ziegelstein. Was haben wir hier? Och, schon wieder Hundi da unten. Hier sind aber nur Hunde unterwegs. Solche Dreckerten. Verkrümelt euch. Gibt es eigentlich auch ein Essen, was du nicht magst? Was? Nee, ich bin nicht müde. Gibt es auch ein Essen, was du nicht magst? Was du hasst? Was ich hasse?
Grießbrei. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Oh. Ich esse gerne Grießbrei. Oh, es ist so. Ja. Ja, mag's nicht. Sag mal, kannst du mal kurz zu meinem Schriftzug kommen? Zu deinem Schriftzug? Ja, und gucken, wo ich bin. Ob ich gerade hochbauen kann oder ob ich da was kaputt mache. Ich komme mal, Moment. Ich bin noch in groß beschäftigten Baumaßnahmen hier. Der Bauabnehmer, der ist beschäftigt. So, jetzt komme ich mal gut durch, rüber geflogen und... So, wo bist du? Hier, am Boden. Hier unten. Am Boden, hier unten. Ah, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe deinen Schriftzug, aber du siehst meinen wahrscheinlich nicht. Ja, weiter. Ja, weiter. Da ist eine Krake, ein Tintenfisch im Wasser. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ein Schriftzug. Hä? Du existierst nicht. Du bist klar existiere ich. Wer spricht da? Ich hab deinen Schriftzug gerade gesehen. Gott? Spricht Gott zu mir? Was baust denn du da? Da was für anderes. Hä? Ach da. Da bist du ja. Ja, du sollst ja gucken, ob du da was kaputt machst. Ja, bestimmt machst du was kaputt. Ah, das hier lässt du nicht so, oder? Was? Das hier so, das sieht blöd aus. Ja, Moment, dann mach ich jetzt anders. Über dem Eingang hier so eine Gleise verlegt, das sieht blöd aus. Du kannst doch hier hinten schon in die Erde reingehen, oder? Wo hier hinten? Also du hast ja hier hinten die Bahn angefangen, hier kannst du doch theoretisch schon in die Erde reingehen, oder? Ja, das könnte ich auch schon machen. Das wäre vielleicht besser, wie wenn hier überall so eine Bahn rumliegt. Ja, der Bauabnehmer hat zu meckern. Immer nur. Ich helfe dir mal. Ich baue mal hier kurz rüber zwischen der Erde durch. Dann müssten wir uns ja irgendwo treffen. Wo bist du? Du bist ja 2 weiter rechts oder 3 weiter rechts. Du bist da 1, 2, 3, 4. Oh, das wollte ich jetzt nicht. 1, 2, 3, 4. 4, oder? 5 sogar. Okay. Nee, bei mir ist gerade was Dummes passiert. Machst alles kaputt. Nee, bei mir ist jetzt... Ach, warte mal. So, ich mache jetzt mal hier so einfach. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo ich bin. Ich bitte mal hier raus. Mal gucken, wo ich rauskomme. Hier bin ich. Ah, okay, ich habe eins zu weit gebottelt. So, Moment, dann... Moment, da tue ich hier wieder den Dingens hin. Den Dingenskirchen setze ich jetzt wieder hier hin. Moment. So. So, hier ist er also. Da kommt er da raus. Das ist natürlich eins weiter wie verhofft. Das ist genau da. So, mache ich mal bis dahin. So, und ich denke mal, hier können wir jetzt hochgehen. Ja, genau hier. Hier kannst du ja rein. Wo? Hier, ich habe mal ein bisschen beleuchtet. Ah. Den Weg ja, zu deiner Bahn. Dann könnte man da nach unten gehen. So, ich baue das hier mal wieder zu, so. Oder machen wir jetzt 3 breit? Ich weiß nicht. Ja. Nee, warte. So. Oh, ich darf hängen. So, dann machen wir da noch. Dann da noch. Dann. Dann da noch. Und dann da. So. Genau, dann geht's hier nach unten. Dann kann man das. Oh, ist dunkel. Natürlich ist es dunkel, was denkst du denn? Oh, es ist dunkel. Was denkst du denn? Oh. Mach mal hier wieder eine Fackel hin, ich sehe hier schon wieder nichts mehr. Meine gute Güte. Grundgütiger Guter. So. Irgendwelche Geräusche von sich geben. Immer.
Nein, jetzt kommt der ganze Gravel runtergefallen. Verdammte Axt. Ach nein, ist doch Kacke. Wo bist denn du?